Hallihallo und willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Touché. Die nächste Runde hier mit mir, dem NRW über 18. Wir sind wieder in Rune oder immer noch. Und sind jetzt 2 Tage vergangen. Ihr habt mir wieder wie die Teufel in die Kommentare geschrieben. Und den Hinweisen möchte ich jetzt nachgehen. Auch die ein oder andere Mail ist zu mir gedrungen. Und da hoffe ich jetzt, mit diesen Informationen können wir jetzt hier ein wenig weitermachen. Zum anderen, der Dortmunder Junge hat es mir auch schon in die Kommentare geschrieben, das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass die Figuren immer, wenn wir, wie wir jetzt hier zum Beispiel die Schmiede betreten, immer wieder ein und dieselben Sachen sagen. Und das ist auf Dauer echt sehr anstrengend. Deswegen werde ich diese Passagen fortan nun versuchen zu überspringen. So, hier sagte man mir übrigens, dass ich hier vergessen habe, mich insofern umzugucken, ob ich hier irgendwas mitnehmen kann. Und hier soll es irgendwas zum Mitnehmen geben. Oh, das reimt sich. Und da bin ich jetzt mal... I reckon they'd be useful if you had to handle something hot. Perhaps you could try them on Juliet. Haha. That will be 2 francs. I'm sorry? 2 francs. Well, did you think you could just take them? Who, me? Of course not. The only problem is, I seem to be a bit short of cash. 2 francs. Or Manuel will be very angry with you. Yeah. Well, in that case... Henri, give the man 2 francs. Me? Money? I know you've got at least 1 gold piece. Give him the money. I'm sure there's something wrong here. Hat der Team das jetzt echt gegeben? Okay, ich habe jetzt echt gedacht, der klatscht mir eine. Cool, ich habe eine Zange und ich könnte mir sogar schon wieder fast vorstellen, was ich damit mache. Looks like hard work. Would you like to try? No thanks. Engagiere. You like a job as a gentleman's manservant? Hey, that's my job. No thanks. I don't see any future in service industries. Okay. Da Eimerschen. Riesenumweg. The water is filthy. Monsieur, leave my bucket alone. Ja, ist ja gut. So, ist es das jetzt wirklich gewesen oder kann ich jetzt hier noch mehr mitnehmen? Ne, den Ambus. Ja, genau, Hebeambus. Ah, der ist gut. Can you lift it? Me? I don't know. I've never been stupid enough to try. Don't even think of asking me to have a go. Oh, herrlich. Was? Esse? Puh, that forge sure throws out some heat. Ach so, okay, ja. Ja, okay. And I... Sonst nichts mehr hier. Ich weiß auch gar nicht, ich suche normalerweise sonst immer alles ab und irgendwie hier habe ich es irgendwie komplett so irgendwie überhaupt nicht gemacht. Aber es scheint, dass ich wohl jetzt alles habe. Die Stallungen. Ja, also Thema Zange. Ich habe da so eine Vermutung. Bin jetzt mal gespannt, ob ich mit der Vermutung richtig liege. Na. Get me down! I don't think that will work. Halt die Mull. That's better. Oh nein. Was? Er hat's. Das war jetzt echt schlampig animiert. Oh. It's a big key. Okay. That's done it. Oh oh. Ah, thank you, Monsieur. Hallo? Würdest du gefälligst herkommen? Da war wohl nicht wahr. Oh, it's the gentleman that helped me down. What can I do for you? Wer bist denn du? Who are you? I'm Michelangelo da Vinci. That name rings a bell. You may have heard of my uncle, Leonardo. So, you're not his son then? No, Uncle Leo just painted women and left it at that. Alles klar. Uh-huh. We just want to have a look around. Well, I'm rather busy now, but do come back if I can be of any assistance. We have to go now. Of course.
Wofür war das jetzt bitte gut? Ach, kann ich jetzt in die Kirche? Nein. Hä? Wofür war das jetzt gut? Ich kann ja hier... Oh, it's the gentleman. Danke. Ich kann ja hier gar nichts machen. Eine Pforte. Super. Ich dachte jetzt, Gott weiß, was wir jetzt hier drin machen können. Och, das ist doch ein Vögelchen. Das ist ja jetzt echt läppsch. In die Kirche können wir auch nicht? Ja, toll, danke. Oh, nee, ey. Warte mal, kann ich dir vielleicht... Oh! We... That won't work. Okay, ja, das glaube ich. Irgendwie... Henry, kommst du? Let's go back. Versuchen wir mal die Raus-Reingetaktik. Tja. Es wird noch nicht mal mir er als Person angegeben, sondern einfach nur Pforte. Oh Mann, ey. Da hofft man. Let's go back to town. Ja. Da hofft man jetzt durch solche Sachen irgendwie jetzt einen großen Schritt voranzukommen und dann sowas. So, dann sagte man mir mit der Hexe, soll ich was ausprobieren. Man hat mir gesagt, in Paris dem Straßenjungen die Melone geben. Oder wenn ich noch, wenn ich ein bisschen Geld gehabt hätte, dann eine Ratte. Oh, dann eine Ratte kaufen. Bei der einen Dame und dem Jungen dann die Ratte geben. Geld habe ich jetzt keins mehr. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Oh, seht ihr, was ich meine? Dieses endlose Gequatsch und dieses Reinquatschen hier von den Käse. Von den Käse. Von den Markthändlern hier. Das geht mir echt auf die Ketten hier. Weil man kann dann auch in dem Moment nichts machen. So, dem die Melone geben, sagte man mir. Seht ihr, was ich meine? Now what am I supposed to do with that? Come try some refreshing wine. Super, das war's also nicht. Möchtest du sowas hier? Now what am I supposed to do? Wicker work. Wicker work. Now what? Nein. Möchtest du vielleicht ein bisschen Wein? Now what am I... Och Mann, und... Things made out of wicker. Would you like one? Well, get 'em while you can, mate. Catching these rats is really difficult. Things made. Nice. Tja. Get it while. Du, 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 du. Best. Die Tex Avery Show. Ich kenne diese noch von früher. Kommt mit in die wilde, wilde von get Tex your Avery. Fried rats. Das no bartering, oh. Cash only. Hats a him. I don't think he'd want that. Wine, all the best years. I don't think he'd want that. Get your fraud. Get it. I don't. Diese Stadt hier macht mich wahnsinnig. We could. Wine. Black. Was war das nochmal? It's a notice about the cathedral in Rouen. Ach so, ja. So ein Derwig führte on, dann... Yes, ma- ja, führte hier wieder hin. Ja, hier here ist auch alles zu und verschlossen. Ja, weiß ich doch. Ja, das ist... Gut, dann... Let's so sagte man mir bei dem... Priest... Hier hat er dann auf einmal kein Geld mehr, weißt du? Ich muss dringend irgendwie an Geld kommen. Bei dem Priester in der Gaststätte, so sagte man mir, können ich auch noch was machen. Things made out of wicker. So, where do we... Tja, und in St. Quentin, boah, wer war das? Babsi, warst du das? Und da sagte man mir vorne links die Wache an der Schranke, da könnte man die Schranke hochklappen. Das hatte ich schon ausprobiert. Da hatte sich leider nichts getan. Jetzt auch wieder das Gequatsche. Da, das sagen die jedes Mal, wenn die hier hinkommen. Und das nervt echt. Come on, let's go. Come on, oh. The devil.
So, und ihm sollte ich... Warte mal, könnte ihm vielleicht das Kreuz gefallen? Father, I'd like you to have this. I don't think so, my son. Now, if you'll excuse me. My son? Father, I'd like you to have this. I don't think so, my son. Now, if you'll excuse... My son? Hier, willst du was trinken? I don't think... Nein. Der will ja gar nichts. I do. Was ist hier mit dem Zettel über... Father, I think you should look at this. Hmm? Ah? What does this say? It's about the cathedral at Rouen. It's closed for renovations, but will be open again soon. I see. Well, in that case, I've no need to hurry there. I can stay and have a little more to eat. Thank you, my son. Oh, nee. Hey, Moment mal, aber ich hab's nicht wieder zurückbekommen. Okay, also war das wohl gar nicht verkehrt. Das, der Passier schon A38, das, ja, super. Willst du vielleicht jetzt das Kreuz? I don't think so, man. Now. Och, Mann. Innkeeper, I'm looking for a man who may have traveled many. You'll have. He was wet. That should come and up. Ja, okay. It had a blood stain on it. That's him. Where did he go? I'm sorry, monsieur. I did not. Das hatten wir alles schon. Landlord, what's on the menu? Actually, we have no lamb left. Ich hab... He had the last of it. Was war das denn? Landlord, what's on the menu? Leider, we have no lamb left. Ich haben wir... He had the last ja, of ich hätte alles... Ach, das soll so sein. Er spricht doch komisch, oder? Landlord, what's on the menu? Actually, we have no lamb left. He had the last of it. Lamb left. Okay, nee, doch nicht. Es hörte sich doch irgendwie komisch an. es hörte sich normal an, es las sich komisch. So, jetzt habe ich's. So. Und jetzt auch wieder hier raus. Und wieder labern und labern und labern. Und wieder und wieder und wieder. So, hier draußen haben wir nichts. Haltestelle für Kutschen. So, jetzt versuchen wir nochmal nach St. Quentin. Da haben wir es ja in der, drittletzten Folge, glaube ich, geschafft, in die Gaststätte, oder in der vorletzten Folge, in die Gaststätte zu kommen. Aber. Ach, guck an. These stables look. Hey, leave those alone. They're the only ones I have. Why don't you make some more? Are you kidding? With the price of iron these days? I don't think that will work. Und das Geile ist ja auch, wir haben unsere verloren, weil wir sie einmal benutzt haben. Das finde ich dann auch so ein bisschen schade, dass wir diese Items dann irgendwie direkt verlieren. Come naja, okay. So, Schrank. Well, Henry. Das ist, glaube ich, das, was... Babsi, ich meinte, du warst das. Hey, leave that alone. No one is allowed through. But we're chasing a man who must have passed this way. No one's been passed here in weeks. Your friend must still be in the town, if he ever got here. Ja. So, also haben wir auch das ausprobiert. Come on, Henry. We're going to church. How exciting. Well worth delaying lunch for. Wo wollte er denn jetzt hingehen? Versuchen wir es nochmal in der Kirche. Ich bezweifle zwar, dass wir da jetzt noch jemanden treffen werden, aber... Fine church. This ja, wissen wir. Wonderful. Wow, it's heavy. I expect this is a mistake. I can't expect to get away with stealing from a church. The church has altogether too much wealth. It's time it was distributed to the poor. Oha? It's extremely beautiful. Not a blemish on it. Nimm. Well, we've taken worse things. We might as well take this. I knew you would alter your outlook eventually. If you are going to keep making jokes like that, I'll leave you here. cool. You could get a couple of decent shirts out of this material. Uff, Nadel und Faden. I don't think that will work. Come on, Henry. Mir kommen jetzt mehrere Ideen. Und das ist ja geil. Mit dem Stoff könnte ich zu dem Schneider gehen.
Warum sind mir solche Sachen, das verstehe ich nicht, irgendwie beim ersten Mal, wo wir hier waren, nicht aufgefallen? Hallo, hier, hier. Nein, hör auf mich vorzuquatschen. Ach, wie kam ich denn jetzt hier aus der Stadt raus? Nice looking house. Das war das. The road stretches off into the distance towards Burgundy and the Spanish Netherlands, places that are full of Protestant rebels. We can go. Na, Straße. Come on. Wollte auch sagen, wo musst du hier wieder rauskommen? So, den Kerz. Stables look familiar. Jaha. Kannst du das vielleicht gebrauchen? I think I have something here you could use. Really? Thanks for the offer, but you keep it. Ah, okay. Vielleicht war ich doch nicht so verkehrt mit der Idee, dass er das vielleicht zum Einschmelzen irgendwie gebrauchen könnte und wir damit ein bisschen Geld verdienen können. Schnell aber da. Oh, und dass man die Latscherei auch nicht abkürzen kann. Na. Aber, auch wenn ich jetzt ein bisschen am Meckern bin, ich liebe das Spiel trotzdem. Home sweet home, eh? Hör auf, mich so zu quatschen. Du vielleicht? Hallo? Ey, bleib doch mal stehen. Hä? Okay, hier passiert gar nichts. Okay. That will just destroy it. Ja, okay. Geh doch mal rein, genau. So, also das hat das schon mal nicht gebracht. Ja, genau. Zum Schneider wollte ich, genau. Der war hier vorne. I wonder if I can... Klingeling. So, was hältst du denn von diesem Stoff? Gar nichts. Ach, nö. I don't think that will work. I don't think that will work. Na. I don't think that will work. I don't think that will... Oh. Das ging einfach. Refer. What? I'm surprised. Tja, wem könnte ich jetzt den Kerzenständer geben? There's a candle still in it. Hast du sie jetzt rausgeholt? Ja, hat er. Ha! Good job I blew it out. Allerdings. It's empty now. Hm. Komme ich hier eigentlich auch zur Kirche? Nein. It wouldn't do any harm to go to church. Well, the but I've... Ah, oh, ich bin hier so verzweifelt. Ah, what a beautiful... Oh ja. It's but what shouldn't... Ach, ihm kann ich ja gar nichts geben. Wobei, kann ich das Plakat vielleicht hier an der Kirche befestigen? Nee, kann... Hoppla! Kassino? Nein, kann ich nicht. Ah, oh, ich kann ja gar nichts machen hier. Wenn ich jetzt mit dem mich unterhalte... Hallo? No one can hear me. Klopf. Aber das hört dann jemand, ne? Ist klar. Ja. Yes. Ich möchte gerne beichten, Vater auf der Straße. Ja, das ist so. Thank you. Da hört man sogar Klopf- und Hämmergeräusch. Ist ja süß. Verkäufer, wo bist du? Ihm das vielleicht verkaufen? Hallo? Good day to you, my lord. How can I serve you? Weiß ich noch nicht. Nein, nicht mit Hold on to this for me, will you? Yes, nein, master. Nein, nein. Whatever you say, ma.
I want to... Could I have a... But of course. Other than these tacky plaster... Well, no, this is on account. Thank you. Auch das eine Sackgasse. Tja, mir fällt jetzt echt nur ein, wieder zu meinem Hassort zu gehen. Nach was gedacht, ich bräuchte einen, na sag schnell, nach Paris und gucken, dass ich da vielleicht irgendwie den, Herrgott. Dass wir da den Kerzenständer vielleicht zu irgendwas Finanziellem veräußern können. Ansonsten. Vielleicht hätte ich mal versuchen sollen, innerhalb der Kirche damit jemanden zu sprechen. Get your fried rats! Fine cheese! What? You are for... Now what am I supposed to do with that? Nice! Oh, wissen die denn alle hier nichts zu schätzen? I don't... Finest grapes... Ja, keine Tauschgeschäfte, no ne? No bartering! Ja. I don't think... Super. Baskets! Come try some refreshing wine. Good job I blew it out. Things made out of wicker. It says... Burn the witch. No bartering. Ha. I don't. Wine, very strong. Die Musik hier ist echt das Geilste. Come on, Reed. So, look, we're. Tja, wenn ich das wüsste. Und sonst habe ich hier nichts. Nö. In St. Quentin gibt es nichts. Da war. Na, okay, ich könnte mir die Kirche nochmal. Oder? Warte mal. Vielleicht kann ich ja so böse sein und bei Juliette da das Plakat hinhängen, verbrennt die Hexe und das ist zwar böse eigentlich auf der einen Seite, aber... Nein. Nein, nicht Henry, Tür. Why would I do that? Weil's lustig ist. That won't work. Das dachte ich mir. Na, ach komm. Tja, im Wirtshaus, da macht's auch keinen Sinn mehr, da mich mit jemandem zu unterhalten. Ich bin einfach frustriert. I don't think that will work. Und hab auch überhaupt keine Ahnung mehr, wo und wie es hier weitergeht. Schönes altes Spiel, auf jeden Fall. Aber es ist echt anstrengend, gerade jetzt, wo man hier so festhängt, da irgendwie sich dafür zu begeistern. Da Vinci haben wir befreit, haben aber nichts dafür bekommen. Den Straßenjungen können wir mit nichts beglücken. Das heißt, auch auf dem Markt können wir nichts irgendwie kaufen oder tauschen, was auch immer. Wir haben jetzt zwar jetzt den Kerzenständer, der wohl sehr schwer und wertvoll ist. Und auch das, Kirchentuch hier. Aber auch damit lässt sich nichts anfangen. Ich hoffe und bin gespannt auf eure Kommentare. Und dann, hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen mit einer weiteren heißen Spur, der wir dann hoffentlich folgen können. Also, macht es gut. Schönen Sonntag euch noch. NRW bei 18. Adieu.